Ja. Guter Lochpass, Wagner. Drin ist er. Ja, viel schöner kann man so einen Konter nicht spielen. 16,5 Minuten, FC Tirol Milch 0, Rapid 1. Am Dienstag hat er noch getroffen im Länderspiel für die Tschechische Republik gegen Weißrussland beim 4:1 und dann auch diesen Idealpass von Didi Kübauer, René Wagner, dem Ivanov, auf und davon. Keine Chance für Cecesov. Saisontor Nummer 10 für den Tschechen mit der Rücknummer 17. Wagner, da kommt von ganz hinten Biwanik. Und ein eingesprungener Doppelachsel von Peter Stöger. Konsequenz, Elfmeter für Rapid. Und trotz der aufgespannten Netze fliegen da Gegenstände aufs Feld. Schauen wir hin, Stöger. Also für mich lupenrein, kein Elfmeter, Fehlentscheidung. Und Didi Kübauer mit der Chance aufs 2:0 und der Chance auf sein 30. Tor für Rapid. Kübauer gegen Cercesov. 0:2. Das Ganze passiert eigentlich schon in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Gratulation an Didi Kübauer. Er hat sich's verdient. Und ich sag's noch einmal, auch wenn die Rapid-Fans mir jetzt wirklich böse sind, Grün-Weiß hat sich diesen Elfer nicht verdient. Verladen, das Dani taucht ab in die falsche Ecke. Schönes Abspiel, Stöger, Wagner. Und da hätte ich auch Elfer gegeben, Herr Hensel. Wir gehen konform. Minute der zweiten Hälfte, zweiter Elfmeter für Rapid, Wagner gegen Schiener. Schiener, Nomen ist Oman, nur ins Schienbein, nicht an den Ball. Ball ist freigegeben, Kübauer, Cercesov, 0:3, souverän, Dietmar Kübauer. Diesmal in die andere Ecke. Cercesov machtlos. Mit voller Wucht klatscht der Ball da ins vom Torhüter gesehene rechte Eck. Diesmal war Cercesov zwar auf dem Weg in den richtigen Winkel, aber unerreichbar. Kübauers zweiter Elfmetertreffer am heutigen Abend. Kübauer, da fahren die Sensen ein von links und rechts. Mandreko. Bayern Streiter, aber keiner in der Mitte. Rosenik. Das war's. Mit hinein in den Jubel der Ersatzspieler Christian Prosenik hat dieses Match entschieden. 2 Minuten vor dem Ende, Tirol Milch 2,
Rapid 4. Jetzt gehen wir durchatmen, den Rauch durch die Nase ausblasen, Ernst Okubil. Der Tiroler Kass ist gegessen für Grün-Weiß. Schön Haken, Prosenik, und dann über den stürzenden Tscherchesow ganz trocken eingeschossen. Schulmäßig eingepackt hat er da Andrei Ivanov. Stöger! Und das ist das Tor, das 1:0, das sich schon lange angedeutet hat. 4-5 Chancen hat Rapid vergeben und ein Ex-Austrianer schießt das 1:0. Peter Stöger. Neue Siegespose. Und hier noch einmal das Tor. Fehler von Wolfgang Knaller beim Abschlag. Peter Stöger nützt sofort diese Situation in der 58. Minute. Noch ein Schritt vorbei an dem sich werfenden Knaller und der muss seinen Fehlausschuss in diesem Fall bitter bezahlen. Aber lange Augenblicke für die Austrianer. Wieder ein Fehler. René Wagner. Und das ist die Vorentscheidung in diesem Spiel. Wieder ein Abwehrfehler in den Reihen der Austrianer. Kaltblütig ausgenützt. Und das ist das 2:0. Ein ähnliches Tor, wie er es gegen Tirol erzielt hat, von halb rechts. Rachimov kommt nicht mehr her und Wolfgang Knaller hat keine Chance. So gut hat die Wiener Austria gespielt. Zwei Fehler in der Abwehr, die sofort und kaltblütig ausgenutzt wurden. Hier noch einmal. Ein Riesenfehlpass hier von Gaga. Genau auf Wagner gespielt. Und das 2:0. Das 11. Saisontor von Wagner. Ja, jetzt die Rapidler entfesselt, ist ganz klar. Wieder Wagner. Und das 3:0. Das 12. Tor von Wagner. Jetzt ist die Wiener Austria geschlagen. Ein bisschen können einem die Violetten leid tun. So lange haben sie hervorragend gekämpft. Dann der falsche Ausschuss von Knaller. Das 0:1. Dann der Fehlpass von Libero Gaga. Und zweimal hat jetzt Wagner zugeschlagen. Das 2:0 und das 3:0 durch René Wagner. Die Tour. Sehr schön weitergespielt auf Gugi, eingeleitet an die Aktion übrigens Kübauer. Und im Absetzen, dieses Tor zählt, Rapid führt 1:0 und der Torschütze heißt René Wagner. Ein Fehler von Suslov, der erste des Ukrainers in dieser Meisterschaft. Und René Wagners drittes Tor gegen Salzburg. Ist der Salzburg-Schreck in dieser Meisterschaft. Herrliche Aktion von Kübauer über Ibua und Gugi. Ganz scharf zur Mitte und fangt sie Unsicherheit bei Suslov. Und der Wechsel von Gugi auf die rechte Seite hat sich allein mit dieser Aktion bezahlt gemacht. Das 11. Gegentor von Salzburg in der Meisterschaft und das 3. Mal, dass René Wagner zugeschlagen hat. Eine wirklich sehr schöne Aktion und jetzt steht Salzburg unter Druck. Schuld sozusagen war dieser Mann, oder ist dieser Mann, den wir gerade jubeln gesehen haben, René Wagner. Und wenn man weiß, welchen starken Schuss Roman Szewczyk hat. 4 Minuten vor Schluss. Ja, die Distanz war nicht groß genug. Kübauer ist da herausgesprintet, hat den Ball abgeblockt. Viel Platz jetzt für die Rapidler. Wagner gegen Eigner. Und er kreuzt seine
diesem Spiel. Und mit ausgestreckter Zunge feiert René Wagner seinen zweiten Treffer. Und jetzt ringt sich sogar Ernst Dokkopil ein Lächeln ab. Salzburg hat riskiert und verloren. Rosinek diesmal mit dem entscheidenden Pass. Und Eigner hat Wagner nicht mehr einholen können und macht besser als Bosinik in der ersten Hälfte. Überhebt Suslov zum 2:0. 14. Saisontreffer für den Tschechen, der jetzt mit 5 Toren Vorsprung in der Torschützenliste führt. Die Entscheidung in diesem Spiel und die Entscheidung in dieser Runde über die Führung in der Tabelle. Der neue Tabellenführer, der heißt Rapid. Strömender Regen, immer wieder starke Windböen auch in der Südstadt. Gugi. Schon zu kurz. Aber der Ball ist noch heiß. Wagner. Wieder zu kurz. Gut herausgelaufen von Kreisel. Stöger. Das Tor wäre leer. Kreisel ist draußen. Da kommt Didi Kühlbauer. Und das ist das 1:0 für Rapid in der 29. Spielminute. Didi Kühlbauer mit seinem 10. Saisontor. Zunächst noch scheitert Wagner an Torhüter Kreisel. Kreisel läuft noch weiter hinaus. Gugi, der Ball kommt zur Mitte zu Peter Stöger. Stöger mit einer unfreiwilligen Auflage auf Kühlbauer und der zieht voll ab. 1:0 in der 29. Spielminute. Durch die Beine von Suchard. Und Kreisel, der zurückeilt ins Tor, kann den Ball zwar noch berühren, aber schlägt sich dann den Ball selbst ins Netz. 1:0 für Rapid. Der Hinweis auf diese Weisheit wird sich gleich nach Spielbeginn als bedeutsam erweisen. Stöger. Zunächst ein Fehlpass, aber Stöger kämpft sich nochmals den Ball. Überläuft Ernst Eigner, Schuss. Der Ball wird abgefälscht. Und ist der Ball hinter der Linie? Ja oder nein? Das ist hier die Frage. Tor oder nicht Tor? Und schauen Sie auf den Schiedsrichter. Der ist sich zunächst unschlüssig. Geht nachfragen zum Linienrichter und entscheidet dann auf Tor. Das Ganze in der 48. Spielminute. Schauen wir uns das in der Zeitlupe dann an. Das 2:1 für Rapid. Natürlich heftige Proteste der SCN-Spieler. Der Ball sei nicht mit vollem Umfang hinter der Torlinie gewesen. Aber der Linienrichter und auch Schiedsrichter Schüttengruber bleiben bei der Entscheidung. Das 2:1 für Rapid. Hier der Schuss von Stöger, abgefälscht von Ernst Eigner. Und dann der Rettungsversuch von Bubermann. Und hier schaut es schon danach aus, als wäre der Ball hinter der Linie gewesen. Also korrekte Entscheidung. Kreisel machtlos bei diesem abgefälschten Ball. Bubermann schlägt zwar den Ball aus dem Tor, allerdings der Ball hinter der Torlinie. Bin schon neugierig auf die Reaktionen und auf die Interviews dann nach dem Spiel. Ja, und was soll der Trainer da machen? Scheint die Geste und die Mimik von Dokkopil zu bedeuten. Freistoß jetzt für Rapid. Gute Möglichkeit wäre das für Leschak, auch für Kühlbauer, für Wagner. Wagner selbst. Und der Ball sitzt. 31. Minute. Eigentlich muss man sagen, wie aus heiterem Himmel. Chancen hatte man keine echten. Der Ausgleich durch René Wagner. Es ist sein 15. Tor und das 50. Meisterschaftstor Rapids in dieser Saison. Pavlovic hat hier keine Chance. Hier noch einmal. Mit Effe genau gezirkelt ins Kreuzeck. Der Ausgleich. Jetzt hat er schon einige Male zugelangt. Und so ist die Entscheidung des Schiedsrichters zu verstehen. Das Schneegestöber wird etwas dichter. Und mehr Kampfgeist auch bei den Rapidlern. Wagner für Proseni. Gute Flanke. Huspe. Stöger bekommt den Ball. Steht im Kurzneck und durch die Beine von Pavlovic. Das ist der Ausgleich in der 50. Minute. Es hat nicht nach einer wirklichen Torsituation ausgesehen. Und wieder, wie aus heiterem Himmel, ein Tor für Rapid. Eine gute Flanke von Prosenik. Husbeck bekommt den Ball nicht weg. Und Stöger
Und Pavlovic, der im Kurzneck nur stehen bleiben müsste, hüpft in die Höhe. Und es heißt 2:2. Puh, Befreiung, aufatmen bei Trainer Dokupil. Stumpf attackiert hier. Es gibt Eckball. Ibrochak hat seine Abwehr an sich umsichtig organisiert. Großer Druck jetzt doch von Rapid, Fersel von Benxer, kein Offside. René Wagner gegen Pavlovic, scheitert, ist doch noch da. Und das 3:2 in der 79. Minute, das 16. Meisterschaftstor von René Wagner. Und man sieht es an den Gästen und an der Freude der Rapid-Spieler. Groß ist die Befreiung nach diesem Tor. Herrlicher Fersler von Benxer. Die Linzer Abwehr rückt zu spät auf. Und im zweiten Anlauf bezwingt der Golgatha Rapids Pavlovic. Zwei Tore in diesem Spiel, eine Vorentscheidung. Ganz klar. Die eingefleischtesten Rapid-Fans hätten nicht mehr erwartet, dass es hier doch noch ein Führungstor, das dritte Tor für Rapid gibt, erzielt von René Wagner. Die Befreiung, die Erleichterung ist groß und ein Stein dürfte auch Ernst Dokupil hier vom Herzen fallen. Und jetzt laufen sie natürlich in Konter von Rapid. Stöger, René Wagner, völlig allein, noch einmal gegen Pavlovic. Und jetzt nützt er seine Chance beim ersten Mal. Das ist die Entscheidung in diesem Spiel in der 89. Minute. 4:2 für Rapid, das 17. Meisterschaftstor in dieser Saison von René Wagner. Drei Tore in diesem Spiel. Rapid war nicht die bessere Mannschaft. Sie war die etwas glücklichere. Sie war die Mannschaft, die gekämpft hat und über den Kampf nun zum Sieg gefunden hat. Aber alles in allem muss man doch sagen, in diesem Spiel können einem die Linzer leid tun. Gut angetragen und wer hat getroffen? Dreimal dürfen Sie raten. Dieser Mann, René Wagner. Nach 32,5 Minuten Ausgleich für Rapid 1:1 und dieser Treffer geht zu 50% auf sein Konto und zu 50% auf die Kappe von Linz-Goli Pavlovic. Schauen Sie, zu früh am Boden. Lässt den Ball genau in die Mitte abprallen und der Mann mit dem besten Torriecher in Österreich ist wieder mal zur Stelle. Ausgehend alles von diesem öffnenden Pass von Mandreko. Bacher attackiert Stöger anstelle sich um Wagner zu kümmern und dann kein Wunder, dass der so frei zum Schuss kommt. Und mit diesem Treffer schreibt René Wagner Geschichte. Seit dem im Vorlauf schon genannten Stojadinovic. Der erste Rapidler, das ist immerhin auch schon 9 Jahre her, der in einer Saison mehr als 17 Tore erzielt. Daher die Entscheidung ein bisschen überraschend. Sehr schöne Aktion, ein super Tor von Rapid, bricht das torlose Unentschieden ganz knapp vor Erfüllung der halben Stunde. Und er hat das Tor erzielt, Sergej Mandreko, zum zweiten Mal bezwingt er den Innsbrucker Torhüter in dieser Saison. Und da sehen wir noch einmal diese herrliche Aktion. Stöger, Ipua mit der Ferse zurückgelegt auf Mandreko und der schließt spektakulär ab zum 1:0 für Rapid. Er
Er hat es eingeleitet. Wieder einmal, wie das 1:0 gegen Salzburg, auch jetzt den Führungstreffer gegen den FC Tirol. Mit der Ferse und dann der überlegte Schuss von Sergei Mandrin. Freistoß, Rosenig. Ganz frei herauf. Und das Tor zählt. Kopfball herauf oder doch noch Wagner kurz vor der Linie, das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich René Wagner. Ich würde sagen, um den Torschützen wirklich definitiv zu klären, warten wir auf die Zeit. Freistoß Bosinek, das steht einmal fest. Dann der Kopfball von Herauf und wieder einmal war Wagner dort, wo es was zu erben gibt. Also ganz klar ist es nicht zu sehen, ob er ihn wirklich noch vor der Linie berührt hat. Ich glaube erst hinter der Linie. Ein echter Torjäger wird natürlich reklamieren, dass es von ihm erzählt worden wäre. Das ist die Hand. Ja, ach, gerade noch vor oder nach der Linie. Spielen bei Euro 96, wo der Vorarlberger ja die Partie England gegen Holland geleitet hat. Wagner. Sehr schön gemacht und das ist das 3:0 und wieder Mandrico, wieder ein sehr schönes Tor. Ein Doppelpack für den Austro-Russen Sergei Mandrico. Das ist die endgültige Entscheidung in diesem Spiel, das 3:0 für Rapid. Und das ist kein Zufall, dass Rapid ein spätes Tor erzielt. Das ist schon der 14. Treffer für Rapid in den letzten 10 Minuten. Idealer Steilpass auf Wagner, der lässt Streiter aussteigen, sieht Mandrico und wieder so überlegt gemacht wie beim ersten Treffer. Dafür im defensiveren Mittelfeld. Wagner lässt den Ball geschickt durch auf Stöger, die große Chance zum Ausgleich und das ist er. Peter Stöger erzielt in der 51. Spielminute den Ausgleich für Rapid. Erste schöne herausgespielte Aktion und gleich der Ausgleich durch Peter Stöger. Sehr schön gespielt von Kübauer. Wagner lässt den Ball durch und Stöger macht das, was Mucki Wiege in der ersten Hälfte nicht gemacht hat. Er lupft den Ball über Manninger zum 1:1 Ausgleich. Sein 8. Tor. Und von Didi Kübauer war es der 11. Assist. Dem stehen 18 gegenüber von Rapid, also Rapid nach wie vor mehr Fouls gemacht. Hier Wieger, der Nachschusskonsul, konnte den Ball zur Ecke. Ja. Nächste Chance für Rapid und das ist das 2:1. So geht's. Ich glaube, es war die erste Ballberührung. Es war Krzysztof Ratajczyk. Der 23-Jährige, sein erstes Tor in der Fußball-Bundesliga, genau genommen sein erstes Tor für Rapid, weil das erste, das war ein Eigentor im Derby gegen die Wiener Austria und das hat den Violetten geholfen. Noch einmal, die Flanke von Krosenik, alle verschätzen sich, auch Manninger weiß nicht und der Deitschik stolpert mit dem Ball ins Tor. Statt 2:1 für den GAK, jetzt 2:1 für den Meister, für Rapid. Mit dem Oberschenkel, Krzysztof Ratajczyk. Das 2:1, sein erstes Tor in der 67. Spielminute für die Grün-Weißen. Weißenberger
ist ziemlich von der Rolle im Gegensatz zu Stöger. Nachschussmöglichkeit. Und jetzt ist er drin, Sergej Mandrejko. 38. Minute. LASK 0, Rapid 1. Saisontor Nummer 4 für den gebürtigen Tadschiken. Hier nochmal die Entstehungsgeschichte. Stöger sträflich vernachlässigt, scheitert an Krasnitzer und stößt mit dem dann zusammen. Der Goli registriert nicht, dass der Ball noch heiß ist. Tunnel für Ungar und drin ist er. LASK-Abwehr viel zu weit aufgerückt, Stöger mit freier Bahn und Mandrejko nimmt den Wedel in die Hand und staubt dankend ab. 0 für Ried. Vom Abstoß weg, Gucki, Solo, aufgelegt für Wagner und der Ausgleich für Rapid. Im direkten Gegenstoß mit einem Mann weniger gelingt Rapid der Ausgleich. René Wagner, sein 20. Treffer im Verlaufe dieser Meisterschaft. Großartig herausgespielt von Peter Gugge und ratlos Torhüter Ungar. Kann es nicht fassen, dass sich seine Vorderleute da so ausspielen ließen. René Wagner mit dem Instinkt des Torjägers läuft richtig in Position und schiebt den Ball dann an Ungar ins Tor. Stöger bei diesem Eckball. Schöttl, Wagner, noch einmal Wagner und der Ball ist wieder im Tor. Kaum zu glauben. 2 Minuten später. 2:1 für Rapid. Tor Nummer 21 für Rapids Torjäger aus Brünn. Großartiger Einsatz. Zunächst von Schöttl. Dann von Wagner. Noch einmal Wagner. Der Ball ist schon im Tor. Kitka befördert ihn dann endgültig ins Netz. 2:1 für Rapid, obwohl nur 9 Mann am Platz stehen. Spannung kann ich Ihnen nicht anbieten, dafür aber jede Menge Tore. Das erste schon nach 3 Minuten. Den Pass gibt Didi Kübauer persönlich, Vollstrecker Christian Stumpf. 1:0. Rapid heute ohne René Wagner, der beim tschechischen Team unterwegs ist. Mandrejko Ivanov gesperrt. Und Christian Stumpf, der Torschütze zum 1:0. Kurz darauf kontert Admira Wacker. Aber Obrecht scheitert an Konsel und an sich selbst. Das letzte Meisterschaftsspiel des SC Niederösterreich Admira Wacker gerät zum Schwanengesang. 15. Minute, Antritt von Prosenik und Stumpf braucht nur noch den Kopf hinzuhalten. Sein zweites Tor zum 2:0. Rapid und Admira Wacker, jene beiden Vereine, bei denen Didi Kübauer gespielt hat. Und jene beiden Vereine tun heute wirklich alles, was in ihrer Macht steht, damit ihm dieses Abschiedsspiel in Erinnerung bleiben wird. Admira Wacker am Boden und Rapid weiter im Aufwind. Wieder Prosenik und diesmal ist es Penxer per Kopf mit dem 3. Treffer. Mutig hinuntergetaucht, Tor Nummer 3 in der 19. Minute. Herauf. Stöger. Sieht Kübauer den freien Mann. Und der hat alle Zeit dieser Welt, kann sich das Eck aussuchen und kommt zu seinem Tor an seinem Tag. 4:0 in der 32. Minute, die Kübauer der morgen bekannt geben wird. Wo es ihn wirklich hinziehen wird, Bernd Kraus, heute Beobachter, der Trainer von San Sebastian,
Aber auch in Deutschland stehen ja einige Clubs zur Auswahl. Der 1. FC Köln, VfB Stuttgart und Hertha BSC Berlin. Mit aller Routine, mit aller Übersicht gemacht. 4:0 für Rapid. Gespielt 32 Minuten. 34 Minuten sind gespielt, als dieser Treffer geschieht. Das 5:0 nach diesem herrlichen Freistoß von Peter Stöger. Hat Ähnliches schon gegen Sturm Graz erlebt. Günter Kreisel im Tor. Da hat er 7 Treffer bekommen. In Graz. Heute sind muss Herbert Prohaska den Journalisten erklären, dass es in Lettland bei Gott nicht so leicht sein wird wie heute für Rapid. Nach der Pause geht es in gleicher Tonart weiter. 6:0, Tor Nummer 3 für Christian Stumpf. Damit hat er es geschafft, in der 36. Runde ebenso viele Tore zu erzielen wie in den 35 Runden zuvor. Das Toreschießen ist an diesem Abend Rapid vorbehalten. Eines fehlt noch. Co-Produktion Gugi und Wimmer. Letztendlich wird es als Eigentor des Admira Wacker-Spielers gewertet. Das 7:0 für Rapid in der 71. Minute. Der höchste Sieg für Rapid unter der Schirmherrschaft von Ernst Dokopil.